Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Gothic 2 Karibik, die zweite Aufnahme. Wir waren hier vom Milizlager. Ich will es gerade gucken. Gefährlich waren die Wüstenfliegen, wenn ich mich recht daran erinnere. Und ich glaube, das tue ich. Dann war es mal eine dicke Riesenratte. Da waren sogar zwei, glaube ich. Ist gut, dass nur eine kommt. Oh, ja. Naja, das war jetzt mal wieder sowas, wo ich mir gedacht habe, es war ein bisschen blöd eben. Also gut, wirklich viel gezogen haben wir uns jetzt nicht, ne? Aber ich meine, dass sie direkt zwei kommen mussten, das war ein bisschen unnötig. Kommen wir noch an die Muschel, ohne dass uns die blöden Fliegen anfallen, ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den Milizen. So. Erstmal liegt hier noch eine Spruchrolle. Schön. Halt, Fremder, wer bist du? Ich bin neu hier. Wo kommst du her? Aus fernem Lande. Die Piraten haben mich übers Ohr gehauen und jetzt schaue ich mich auf der Insel um. Okay, du scheinst in Ordnung zu sein. Was ist dein Anliegen? Warum seid ihr hier? Liegt das nicht auf der Hand? Um die Piraten zu töten, natürlich. Ach so. Kannst du mir auch beibringen, mit dem Schwert zu kämpfen? Wenn du genügend Erfahrung mitbringst. Kann ich bei euch mitmachen? Du willst Milizsoldat werden? Yep. Nur weiß ich nicht, ob ich dir trauen kann. Dann stell mich auf die Probe. Okay, nun gut, pass auf. Hier im Canyon siedelt außer uns noch ein Einsiedler, den wir gerne auf unserer Seite haben möchten. Geh zu ihm und bring ihm Erfahrung, was er von uns hält. Kehre anschließend zu mir zurück. Wird gemacht. Okay, klingt jetzt nicht wirklich schwierig. Naja. Hey, du. Hi. Hallo, wie kommst du denn auf diese Insel? Man könnte sagen, dass ich hier gestrandet bin. Aha. Wer bist du? Ich bin Rick, Milizsoldat des Königs. Und was ist mit dir? Eigentlich nur jemand aus dem Volk, der schnell wieder von dieser Insel runter will. Gut zu wissen. Was für Viecher gibt es denn hier im Canyon? Hahaha, geh doch mal gucken. Ich meinte das jetzt ernst. Nun, der Canyon ist schon ziemlich gefährlich. Und das heißt? Naja, es gibt eben Wüstenratten, Mallrats, Riesenmücken. Und so weiter. Ah, danke für die Information. Okay, und vor allem, weiß nicht, ob ihr schon erkennt, aber für einen Milizentrupp, die sind zu dritt. Drei Leute. So viel ist es nicht gerade. Also wie gesagt, also NPCs, also NPCs, gibt's hier wirklich, also nicht so viele, beziehungsweise gibt's keine unnötigen. Wie ihr vielleicht, also zum Beispiel in normalen Gothic 1 und 2 gibt's ja viele Charaktere, die einfach nur, was weiß ich, Gardist oder Söldner heißen, die einfach nur da sind, damit es nicht so leer aussieht, sag ich mal. Und hier gibt's wirklich nur Leute mit Namen, die auch irgendwas mit der Story zu tun haben, hier. So wie der Tommy. Hallo. Hi, wer bist du? Ach, das ist egal. Ich will eigentlich nur schnellstmöglich hier von dieser Insel weg. Ja? Wie bist du denn hierher gekommen? Die Piraten haben mich ohne mein Einverständnis hierher gebracht. Ah, diese Säcke. Wir sind hier, um sie ein für alle Mal auszulöschen. Könntet ihr mich vielleicht dann, wenn ihr das erledigt habt, mit aufs Festland nehmen? Aber das würde Lord Conrad nur erlauben, wenn du einer von uns bist. Ich glaube, wir haben noch Rüstungen mit. Davon könntest du vielleicht sogar eine bekommen. Frag ihn doch mal, wenn du das noch nicht getan hast. Na, gib mir eine Rüstung.
Kannst du mir was beibringen? Ja, ich kann dir den Umgang mit der Armbrust zeigen. Ehrlich? Naja, du müsstest mir einen Gefallen tun. Was soll ich machen? Hier vorne im Canyon gibt es eine Innos-Statue, wo wir noch vor dem Kampf beten gehen wollen. Nur leider haben sich dort zwei Wüstenratten breit gemacht. Ich würde dich bitten, diese zu töten. Kein Problem. Haben wir es sogar schon gemacht. Gut. Ihr könnt wieder beten gehen. Dann sind die Wüstenratten tot? Yep. Okay, dann sag Bescheid, wenn du etwas über die Kunst des Umgangs mit der Armbrust wissen willst. Okay, gut. Ah, hier. Nicht unbedingt beim Malern Äpfel kaufen, hier gibt's sie sogar gratis. Genau, 5 Stück. Haben wir uns 20 Gold gespart, obwohl wir sowieso nur 16 haben. Können wir hier an die Truhe? Na jetzt, ja, können wir. Ach, haben wir wieder ein bisschen Geld, okay. Okay, war jetzt nicht unbedingt viel, aber, geht. Hey. Hat er noch irgendwas zu sagen, der Alte? Nein, okay, gut, dann... Moment mal, was haben wir jetzt an Waffen da? Okay. Wie kommen wir jetzt am besten an dem Vieh da vorne vorbei? Wir laufen einfach mal nach hier, weil hier haben wir ja so gut die... Ja, rennen gegen den Kaktus. Tut bestimmt überhaupt nicht weh. Oh ne, ich glaube, ich hatte irgendwas bemerkt, kann das sein? Wenn nicht, dann war es knapp. Ich hab nämlich eben so eine verkackte Fliege gehört. Okay, anscheinend doch nicht. Okay, gut. Also gehen wir zu Falk und erledigen die Quest. Na hier, der einzige Falk. Okay, bla bla bla. Gut. Wir müssen halt hier außen rumlaufen, ne? Wegen den verkackten Fliegen und dem Riesenvieh da in der Mitte. Okay, was heißt in der Mitte? Liegt halt auf dem Weg. Leider. Ich sitze wieder draußen. Ja. Starte aufs Meer. Bestimmt langweilig. Naja. Hey, du! Aber egal. Toll. Zeig mir, wie ich Tiere richtig verwerten kann. Wir hatten 50 Gold als Bezahlung vereinbart. Komm wieder, wenn du so viel hast. Ja, ich wollte eigentlich mit dir reden wegen... Hat befohlen, den Einsiedler Falk auf die Seite der Miliz. Als erstes soll ich herausfinden, was er von denen hält. Ja. Ist jetzt ein bisschen doof. Ich kann ihn gar nicht danach fragen, das ist jetzt ein bisschen kacke. Um Milizsoldat zu werden, muss ich Falk auf die Seite der Milizen bringen. Ja, aber irgendwie sagt er nichts. Hey. Ich verkaufe irgendwas und lerne dann die letzte Fähigkeit, Tiere auszunehmen, und dann versuche ich noch mit ihm zu sprechen. Wer konnte nochmal Stärke beibringen? Hier im Piratenlager müssen wir nochmal durchgehen. Zeig mir deine Ware. Hier, schau dir die Sachen in aller Ruhe an. Okay. Oh, jetzt hat er ein Entermesser. Kostet auch zu viel. Was kann man denn verkaufen?
Ah, hier eine Perle. Und wir haben ja noch ein paar Muscheln zum Öffnen. Eine schwarze Perle. Na, geht doch. Okay, jetzt haben wir erstmal keine Geldprobleme mehr. Okay, was heißt keine Geldprobleme mehr? Natürlich haben wir die noch, aber... Wir haben jetzt ein bisschen... mehr Geld. Ja. Zeig mir deine Ware. Kann man so sagen. Ja, schade. So. Die Schwarzperle, sowas. Geht doch. 150. Naja. Hätte mir eben vielleicht ein bisschen mehr vorgestellt. Ist ein bisschen blöd, ne? Wert 1000, dann wird man das Ding gerade mal für 150 los. Aber okay. Ah, warte mal kurz. Zeig. Hier. Hier den Doppelblock, den können wir ja schon. 30, naja. Egal, weg mit. Moment, wer konnte Stärke beibringen? Hey, du! Bring mir was bei. Was willst du wissen? Ja, er war's. Stärke 5, Stärke 5. Komm wieder, wenn du mehr auf... Okay, jetzt müssten wir eigentlich... Wenn ich mir jetzt recht überlege, das ja schon benutzen können. Okay, gut. Eine rostige Axt. Besser als nix. Moment, dann verkaufe ich das grobe Kriegsbeil, weil das bringt nicht wirklich mehr. Ist zwar Einhand, aber das ist jetzt egal. Hey! Wenn wir sowieso nie brauchen. Zeig mir deine... Ja. Okay, jetzt auch direkt den... Na gut, das bringt es jetzt auch nicht wirklich. Also, das kann weg. Und das kann weg. Das Kurzschwert bald ich mal noch zur Sicherheit. Moment, Muschelfleisch. Gut. Lebensenergie. Aber, naja. Auf was können wir denn noch verzichten? Die Kaktusblüten eigentlich. Ja, gut, weg mit. Okay, Feldknöterich haben irgendwie auch keinen Wert. Das ist schade. Okay, unsere Bürgerkleidung kann auch weg. Okay, gut. Ich könnte mir zwar den Piratensäbel kaufen, aber das bringt irgendwie nichts. Das ist genauso stark wie die Axt, ist halt nur Einhand, aber dafür 300 Gold zu verschwenden, das sehe ich nicht ein. Hey, du! Zeig mir, wie ich Tiere richtig verwerten kann. Was willst du wissen? Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Toll. Warte, was stand da? Ach so, die 50 Gold kriegt er jetzt aber, oder was? Okay, pass mal auf, dann... Habe ich schon eine Idee, dann räumen wir eben ein, zwei von diesen kleinen Inseln leer. Müssten eigentlich welche sein, wo einfach nur ein paar Scavenger sein sollten. Die könnten wir eigentlich besiegen. Wie da hinten zum Beispiel. Da hat uns direkt einer schon erspäht. Anscheinend doch nicht, egal. Okay, ist nur einer. Na also, geht doch. Die Waffe bringt schon ein bisschen mehr als das kleine... Furzschwert davor. Okay, versuchen wir es mit dem Alligator da hinten. Aber ich denke, dass das wieder ein Griff ins Klo wird. Aber okay.
Boah. Nichts zu holen. Okay, ging.